So, zweite Location. Hier vorne geht rein. Ganz erwachsen, es soll ein altes Krankenhaus oder eine Reha-Klinik gewesen sein. Gucken wir uns gleich mal alles an. Hier vorne ist das Eingang, das Häuschen. Ja. Da hat wohl mal jemand gekackt. Na, danke. Sind die Kinder weg? Oh, alles kaputt gewichst, ne? Alles, ey. Scheiße, ey. Das ist schon der Knaller. Ja, auf jeden Fall sind wir nicht die einzigsten heute hier. Hier werden wohl heute noch ein paar mehr Leute sein. Scheint beliebt zu sein. Dementsprechend ist auch alles kaputt. Müssen die Leute Aggressionen haben, wenn die hier alles kaputt werden. Mann. Ja. Gucken, was das da drüben ist. Ist auch direkt an der Straße gelegen, von jeder Kunden. So. Das Sicherungskasten wieder. Auch alles raus. Hier auch. Boah. Ja, wo geht's da hin? So, hier war wohl mal Farbe, ja? Alles voll. Alter Schwede. Ja, das war wohl mal eine Werkstatt. Geil, eine Grube. Das ist das, was mir noch fehlt. Boah, da jemand reinfällt, Alter. So, hier vorne. Ja, jetzt gehen wir mal hier oben rein. Naja, da ist wohl auch schon mal jemand rein. Ich glaube, hier ist auch keine Scheibe mehr heile, ne? Haben, glaube ich, alle Scheiben hier kaputt gemacht. Was ist das denn hier für eine Kammer? Oh, Rüdiger. Da hätte ich dich reingesteckt. Und dann hätte ich dich eingesperrt. Muss jetzt immer noch aufpassen, dass dich hier nicht verläufst, ne? Jo. Aha. Naja, soll es auch sein. Hier wurde auch fast alles kaputt gehauen. So, wir waren hier vorne gerade in dem Gebäude drin, unten im Keller noch. Ich habe die GoPro bloß nicht angemacht. Ziemlich verbrannt alles, da muss mal richtiges Feuer gewesen sein. Stinkt extrem. Und die ganze Wand war pechschwarz. Na, irgendwo knallt das hier. Da vorne sind auch noch Gebäude. In den einen oder anderen werden wir gleich noch reingehen. Vielleicht auch sehr schnell, fängt an zu regnen. Heute ist kein schönes Wetter. So, jetzt gehen wir den Gang einfach mal runter. Vorne, ach, da sieht man es immer noch ein bisschen. Da hat es gebrannt. So, jetzt wollen wir mal sehen, wo wir gleich hingehen. Ah, hier kommen kleinere Gebäude. Da waren wir eben schon drin. Es hört da alles mit zu. Hier ist noch so eine kleine Rampe. Jo.
So. Willst du hier rein? Ich glaube, das ist nicht schlimm. Rüdiger? Du da rein? Nee. Da rein? Da will Rüdiger rein. Dann gehen wir da mal rein. Irgendwie sieht das aus, als hier im Gebäude fehlt, ne? Haben die ganz abgerissen? Ja. Sieht ganz danach aus, ne? Ja. Aber auch wieder alles kaputt, ne? Türen rausgeschlagen. Na, hier ist nochmal eine Toilette, Dusche. Na, hier waren schon ein paar Chaoten am Werk. Kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, das ist ein ganz normales Patientenhaus gewesen ist. Hier könnte das Schwesternzimmer gewesen sein oder ein Doktorzimmer, so wie es aussieht. Ja, noch da ist eine Tür zu. Das steht gleich hinter uns. Das erschreckt uns. Ja, aber alles kaputt, 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 kaputt. Ist wirklich jede Scheibe kaputt. Scheiße. So, das scheint hier ein richtig großes Gebäude zu sein, mit Eingangshalle, hier war mal eine schöne Tür, hier könnte so ein Empfang gewesen sein, Graffiti, ich finde es nicht schlecht, aber auch alles kaputt wieder. So, hier geht es überall noch weiter. Wo geht's hier hin? Ah, hier ist ein Durchgang. Könnte Toilette gewesen sein. Oh, das sind alles Zimmer. Zimmer, Zimmer, Zimmer. Oh, großer Raum. Ja, alles durchgeklappt hier, ey. Echt, ey. Wie kriegt man das hin? Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange das schon her steht. Rüdiger meinte so 20, 30 Jahre. Aber ich finde, das sieht eigentlich noch zu modern aus. Ne? Boah. Und es riecht schon ziemlich nach Schimmel. Und die ganze Feuchtigkeit. Naja. Das ist, glaube ich, eins mit der größten Gebäude hier. Schnell raus. Zu viel Schimmel. Aber alles kaputt. Mann, 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 ist das viel. Aber alles kaputt. Lohnt sich gar nicht hierher zu fahren. Alles kaputt. Und wieder das nächste Gebäude. Alles kaputt. Alter Schwede. Ist wirklich, hier ist nichts, was hier... Du hast eine heile Toilette gefunden, ne? Die haben sie bestimmt übersehen. Ich guck doch nicht jedes Mal natürlich. Wenn ich schon sehe, wieso reißt man die Wände da so kaputt, ne? Ja. Ist doch krank, oder? Ja. Ja, hier war wieder der Eingang, ne? Ja. Von dem Gebäude. Ziemlich dunkel hier, ja. Wenn die eine in der Ecke steht, das ist gut. Dafür bist du da. Hier runter? Alter Schwede. Wir haben die ganze Decke runtergeholt. Ja. Was wohl? Kabel. Garantiert. Kabel. Wollen wir durch oder hier hinten durch? Ich glaube, wir gehen hier durch, ne? Alter. So. Aber warum ist hier jetzt eine? Ja, das weiß ich auch nicht. Hier ist eine Küche. War bestimmt eine Küche von den Schwestern.
Hier war, hier ist ein Durchgang drüber. Aber einen richtigen Keller oder so einen Heizungsraum haben wir eigentlich noch nicht gesehen, ne? Einen richtigen Keller oder Heizungsraum haben wir noch nicht gesehen. Irgendwo muss ja auch sowas da gewesen sein. Die müssen ja alles versorgt worden sein. Oder sehe ich das falsch? Mhm. Was ist denn hier? Ist das hier so ein Hexendings? Hexenkult. Ja, ist das so, ne? Boah! Also da... Ja... So, jetzt gehen wir mal hier vorne runter. Zu den Garagen. Oh, mein Akku wird auch schon leerer. Oh, das ist glaube ich der Gang. Kommen wir da hinten nicht. Was ist hier mal so? Ja, das kommen wir da hinten wieder raus, ne? Nee. Ja. Hey. So, jetzt sind wir jetzt hier mein Hauptgebäude. Ich schätze mal, Verwaltungsgebäude ist das hier. Da geht es nicht mehr weiter. Geht schon weiter hier im Wald. So. Mal gucken, was es hier ist. Achso, du bist das mit Licht. Mal gucken, ob wir hier auch jemand begegnen. Haben eben eine Horde junger Leute begegnet hier. Ja, Nasszelle. Ja, mal. Ja. Ja. Wo bleibst du? Ich brauche Licht. Kann man auch so schon eigentlich ganz gut sehen, ne? Ah, okay. Oh. Aha, aha. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so ein Verwaltungsgebäude, aber hier. Hä? Die Gaskammer. Wir sind Spinner. Das muss raus. Nee, das bleibt drin. Komm mal her, mach mal Licht hier. Ah. Er ist in seine Gaskammer gegangen. Ah. Ja, da hinten kommt, glaube ich, muss man aufpassen. Er hat eben auch schon ein großes Loch hier. Guck mal, die schöne. Im Sommer muss das doch hier richtig schön gewesen sein, wa? Ja. Ja. So, kommen wir jetzt hier hin. Oh, das war der Eingang. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier mal irgendwo. Ach, das ist Rüdiger hier. Überall Sprühdosenreste hier. Aber auch alles hier, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht auf dem Video. Alles kaputt. Ey, ist wirklich jede Scheibe. Ich glaube, wenn man hier noch eine heile Scheibe findet, hat man wirklich Glück, ey. Echt, ey. Ja, hört ihr das? Das klappert vom Wind. Hier knallen noch öfter Türen. Cool. So. Weißt du, was das gewesen sein könnte? Hm? Essensraum. Kantine. Weil das noch ein Riesensaal ist. Das fehlte nämlich noch. Oder es war die Küche. Wie kriegt man die Scheiben? Hä? Was für eine Anschlüsse. Hier haben sie, glaube ich, mal... Hier kannst du auch eine geile Techno-Party feiern, ne? So, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Was hat hier oben erwartet? Wow, das hätte ich jetzt nicht. Ist ja noch relativ groß hier. Scheint noch fest zu sein. Na. Yay. Was für eine Aussicht. Ist das ein Hundezwinger? Hier haben sie die Hunde eingesperrt.